Während ich oben rechts den Trailer der Exklusivlegende für Apex Legends mobile Version durchlaufen lasse, möchte ich euch einmal sämtliche geleakte Skins und Banner für den Battle Pass in Apex Legends Season 16 vorstellen. Was das mit dem Rhapsody Legenden Trailer zu tun hat, möchte ich euch gleich verraten. Einfach so ein kleiner Wink. Nebenbei, wer Rhapsody nicht kennt und die mobile Version nie gespielt hat, Rhapsody ist ein DJ, sieht man hier in dem Trailer, deswegen habe ich das so ein bisschen eingeblendet. Und jetzt achtet mal ganz genau auf die Banner und die Skins für den Battle Pass in Season 16. Vielleicht kommt ihr dann selber drauf, wir starten jetzt direkt erstmal mit der Spitfire. Das würde ich jetzt sagen, das gibt noch nicht so große Hinweise drauf. Dann kommen wir zum Elster Skin. Ja, sieht schon eher so ein bisschen abgespaced aus. Kommen wir zum Bloodhound Skin. So ein bisschen Disco-Style. Der Mantel unten um sein Gemächt sieht so ein bisschen nach einer Disco-Kugel aus. Dann haben wir einen Rampart Skin. Einen Mirage Skin. Allesamt nicht der absolute Reißer. Das ist ja alles epischer Stuff. Dann haben wir noch ein paar Banner. Von links nach rechts Catalyst, Mitte Walk, rechts Ashe. Und wir haben noch für Horizon und Bloodhound, auch wenn wir auf der rechten Seite Bloodhound eher Lifeline vermuten würden, soll es tatsächlich für Bloodhound sein. Man sieht es auch auf dem Drum in der Mitte. Aber auf den ersten Blick Drums, Drumsticks, Lifeline, aber es ist Bloodhound tatsächlich. Und jetzt aktiviere ich einfach nochmal den Trailer, denn Rhapsody ist ein DJ, habe ich am Anfang gesagt. Im Netz kursiert tatsächlich das Gerücht, und ich habe vor einiger Zeit schon darüber berichtet, dass die exklusiven Legenden Rhapsody und Fate, hieß glaube ich die erste exklusive Legende in Apex Legends Mobile, dass die irgendwann den Weg in die Vollversionen finden werden. Auch das Gerücht geht rum, dass wir in Season 16 wahrscheinlich gar nicht eine neue Legende bekommen, auch wenn wir eine geleakte Legende eigentlich schon drin haben. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie hießen die Legende? Ballistic. Ballistic soll eigentlich in Season 16 kommen, soll wohl dann doch angeblich in Season 17 kommen. In Season 16 keine. Jetzt geht das Gerücht rum, dass Rhapsody vielleicht kommt. Das ist keine große Arbeit für Respawn, da irgendwas zu implementieren, weil die Legende existiert schon sehr, sehr lange, auch wenn es nicht in der normalen Version ist, sondern in der mobilen. Ich glaube zwar nicht, dass es passiert, aber das Gerücht alleine finde ich eigentlich schon sehr, sehr kreativ. Und wie gesagt, man könnte fast denken, wenn diese ganzen Skins, die ich euch jetzt gezeigt habe, natürlich offiziell bestätigt wären, was ja nur Leaks sind, könnte man tatsächlich denken, es ist ein versteckter Hinweis an uns. Achtung, das Disco-Theme, es wird Rhapsody werden. Apropos Disco-Theme, Krypto wird eines der Legenden sein mit einem legendären Skin für den Battle Pass. Welche die andere Legende sein wird, steht noch nicht fest. Das wurde noch nicht geleakt, und auch welche Waffe Stufe 100 und 110 ist, wissen wir leider auch noch nicht. Das sind bis hierhin leider die aktuellen Skins, die ich für euch habe. Wenn es mehr gibt, erfahrt es bei mir. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.